Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir waren in der letzten Folge, sind wir bei unserem Bruder angekommen und sind in den Blumenladen reingegangen und wieder raus. Und jetzt mal schauen, wo uns die Folge überall hinbringt. Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Pass bloß gut auf. Es wird windig. Ich passe schon. Wow. Danke für die Info. Okay, so gut ist mein Englisch. Auch wieder das nicht. Okay, wir bekommen eine Übersetzung. Okay. Höhen, Minengesellschaft, Sprengungsankündigung, geplante automatische Sprengung, Datum. Und vor den der Detonation werden in Gebieten im Sprengungsbereich Warnsirenen zu hören zu sein. Denn betreten Sie den Sprengungsbereich nicht. Ei. Sorry. So, hier ist es. Wow. Einfach wow. Drückt einfach auf Pause und lässt es durch. Ich weiß nicht. Vielleicht lässt sich What the auch. fuck ist Ziegen-Yoga? Yoga? Mit Ziegen? Willkommen in Colorado. Wahrscheinlich lässt ich vieles durch, Wie fandest du die Show? aber manchmal lässt sich auch wahrscheinlich auch mal was vor. Örtlicher Imker bricht alle Rekorde für Gesamtanzahl gehaltener Bienenvölker. Stopp die Druckerpresse. Hey, kein Hate. Wie viele Bienen hast du denn? Als ich das letzte Mal gezählt habe, so circa null. Jetzt. Gabe Chen, der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich gehe kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute. Hey, stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Hi, Ethan. Ich bin Alex. Was liest du da? Neunte Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Verschwinden. Ich glaube, Verschwinden ist eine Art der Kraft. Als ich ein Kind war, wollte ich mich so gern unsichtbar machen. Ganz ehrlich, das wünsche ich mir manchmal immer noch. Du kannst mit allem davonkommen, wenn du unsichtbar bist. Und niemand kann dich aufhalten. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Den würde ich gern sehen. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Das ist mega cool, Ethan. Ich lese ihn sofort. Gehst du zelten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Oh Mann, das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Ich glaube,
Nein, ist okay. Mach dir bei mir mal keine Sorgen. Gabe und ich waren ständig an Orten, an denen wir nichts verloren hatten. Danke, Alex. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen. Wow. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher ständig waren. Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Niemals. Wartet kurz. Okay, ich werde mal nachher schauen. Hoffentlich sagt YouTube nicht nein. Wegen der Musik. Oh, Also, Unicorn Sandwich oder Zombie Paradise. Nehmen wir mal Zombie Paradise. Hört sich irgendwie nice an. Bewohner von Haven Springs, das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer Wunsch von so einem Mädchen. Sorry, der Laden ist im Moment geschlossen. Was etwas verwirrend ist, da er ja offensichtlich auf hat. Moment, bist du Alex? Die bin ich. Wow. Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass du mal kommst. Ich bin Ryan. Hi, Ryan. Freut mich. Also, ein weiter Weg von Portland. Was hältst du von Haven? Also, ich finde es bis jetzt cool. Ich finde es sehr. Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich. Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Also, der Laden ist geschlossen. Aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst dir etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Wow, das ist... Ja, nicht anders, anders. Wirklich mal was Besonderes. Ist eine ziemlich unbekannte Platte. Der National Park Service gab ihr 5 Sterne. Also, bist du ein... Colorado State Park Ranger. Jetzt ergibt das alles Sinn. Schade, dass der Laden zu hat. Ich wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Das tut er. Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt.
Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen. Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen. Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finden würde. Mist. Die war hier doch irgendwo. Hilfst du mir suchen? Na klar. Eine Idee, wo wir anfangen sollen? Keinen Plan. Steph lässt wirklich überall Zeug liegen. Die neunte Wächterin. Heldin der intergalaktischen Friedenskriege und Freundin einsamer Kinder auf der ganzen Welt. Okay, wir haben ein SMS bekommen. Mal schauen. Okay. Okay, sieht mal nicht so schlimm aus. Also die Blumen sind gut, also die Sonnenblumen. Sieht's mal. Also, sorry. Hab gerade den Faden verloren. Wollte sagen, die Sonnenblumen sind gut angekommen. Welt. Okay, Steph. Mal sehen, worauf du stehst. Okay, Steph. Mal sehen, worauf du stehst. Ich verspüre hier Indie-Vibes. Okay, echt obskure Indie-Vibes. Und so bunt. Sieht cool aus. Also die Kuh und die toten Kopf. Nice. Eine Miete, Tante. Moment. Ist das die Warteliste? Ganz ruhig. Ich will nur kurz... Okay, alles gut. Bin überrascht, dass du noch beide Hände hast. Naja, leider sitzt sie auf der Warteliste. Wir könnten sie mit ihrem Spielzeug weglocken, falls wir es finden. Hilf mir mal. Arbeit ist eine exzellente Art, um verantwortungsvolles Verhalten zu lernen, Alex. Okay. Ich find's toll, dass die Stadt ihre eigene Radiostation hat. Das wäre wirklich cool. Colorado steht auf alternativen Rock. Gabes Platte ist hier drin. Aber welche ist es? Scheint, als bräuchte Ryan Hilfe bei der Suche nach dem Spielzeug. Glück gehabt mit dem Katzenspielzeug? Noch nicht. Also, was denkst du? Irgendeine Ahnung, was Gabe so hört? Ich schätze mal Bencho Abstack. Ich glaube, er fährt voll auf die akustische EDM-Szene ab. Ist das nicht ein Widerspruch? Wie in jeder guten Musik. Wow. Dieb. Tja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Dann suchen wir mal das Katzenspielzeug. Ich schätze mal in der Schublade. Sei bitte da drin, Spielzeug. Die Spannung bringt mich noch um. Sei bitte da drin, Spielzeug. Die Spannung bringt mich noch um. Okay, will nicht. Vielleicht da drin? Warum? Jetzt? Vielleicht sind's ja Celine Dion's Greatest Hits. Du meinst The Essential Celine Dion? Eine echte kanadische Legende.
Nichts. Schätzt man in... Vielleicht ist es in dem Karton. Schrottkiste. Ja. Oh. Und da haben wir es. Gut geraten. Halt die Ohren steif. Falls ich durch diese Katze tragisch zum Tode komme, sag Gabe, dass es mir leid tut. Brave Miete. Brave Miete. Ha! Wer ist jetzt das überlegene Säugetier? Wow. Gute Idee. Danke. Für einen Typen aus dem Wald habe ich dieses Kundenservice-Ding ganz gut drauf. Amy Blue. Bluebot. Okay. Kings of Leon. Wahrscheinlich müssen wir die Musikkassette, Musikkassette, Schallplatte Kings of Leon nehmen. Also klar. Ja, ich kann sehen, warum Gabe so gut hierher passt. Okay. Moment. Gabe und ich haben damals ständig zusammen Platten gehört. Wir haben alles um uns herum vergessen und stundenlang abgerockt. Du musst mir unbedingt erzählen, wie Gabe als Kind so war. Je peinlicher, desto besser. Ja, krass. Ehrlich gesagt, war er ein ziemlich cooler älterer Bruder. Er hat geraucht, was ich damals echt mega fand. Und irgendwie bekam er sein erstes Tattoo mit 12. Mann, das ist wirklich ziemlich cool. Okay, das sind dann genau 20. Dein Ernst? Du ziehst das jetzt echt schon wieder? Nein. Komm schon. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? Du bist... Nein, Alter, ich kann nicht vorbeikommen. Ich arbeite gerade. Das nennt man einen Job. Tja, aber wer noch nie gearbeitet hat... Ich kann gern übernehmen, wenn du kurz raus musst. Hey, warte mal kurz. Meinst du das ernst? Du hast doch eine Playlist, oder? Ich glaube, das kriege ich schon hin. Du bist meine Rettung. Oh, aber kein Vogelgezwitscher. Bin schon auf dem Weg. Das war knapp. Die Orga von dem Lab nervt so krass. Alles okay? Jetzt schon. Sorry. Ich war gerade irgendwie neben der Spur. Danke. Ist okay. Na, ich wusste doch, dass ich dich hier finde. Ist wieder alles gut mit Charlotte? Dank deiner Hilfe. Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr versteht euch bestimmt. Also... Meine zwei liebsten Menschen an meinem liebsten Ort. Was führt euch hierher? Ich sehe mich bloß um. Der Laden ist echt ziemlich cool. Jedes Mal, wenn ich hier bin, muss ich an dich denken. War klar, dass es dir gefällt. Was für ein Glück, dass ihr euch jetzt kennt. Dieser Kerl ist nicht nur mein bester Freund,
sondern auch der beste Touristenführer für Haven weit und breit. Und dieser Kerl zapft die besten Biere. Hey, noch was. Mac war vorhin hier und er will dringend mit dir reden. Er weiß, wo er mich findet. Meine Schicht fängt in 20 Minuten an. Kommst du mit? Also. Ich komm nach. Ich muss noch eine Radiosendung moderieren. Ich sag kurz Hallo. Was dagegen? Klar, kein Problem. Was geht, Monsterjäger Thaenor? Hey! Eine Woche bis zum Lab. Aufgeregt? Auf jeden Fall. Guter Mann. Wir müssen uns noch mit Snacks eindecken. Wird eine echt lange Fahrt. Meinst du, wir fahren mit Steph? Wir schauen mal. Sie ist der GM, also muss sie wahrscheinlich sehr früh in Denver sein. Was geht heute Abend? Mom sagt, ich soll in der Lantern bleiben, bis sie von der Arbeit zurückkommt. Aber, ich wäre echt lieber zu Hause. Wäre das okay? Geht klar, Mann. Aber ich sehe mir nachher deine Hausaufgaben an. Mach die fertig, kapiert? Kapiert. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Bis dann. So weird, du in dieser Dad-Rolle. Dad-Rolle? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin besser als ein Dad. Ich bin wie ein Dad Plus. Wir vertrauen uns. Er erzählt mir Dinge, die er Charlotte nicht sagt. Ethan hat gelogen, was das Erkunden der alten Mine betrifft. Er hat mir sein Geheimnis anvertraut. Soll ich es bewahren? Oder soll ich ihn verpetzen? Wir bewahren mal das Geheimnis für uns. Mal schauen, wie wir uns genau aus... Also, was das für die Zukunft bedeutet. Was ist los? Ja, du bist nur wie Pooh der Bär für Ethans Christopher Robin. Ja, genau. Genau so ist es, ja. Außer dass... Naja... Du datest seine Mom. Dann kennst du meine Puderbär-Fanfiction noch nicht. Wow. Was? Gehen wir deine Sachen ablegen? Okay. So sieht also eine Bergbaustadt aus. Ich dachte, hier würden mehr Typen in Overalls rumlaufen. Mit komplett verrußten Gesichtern? Ganz genau. Was wird hier denn abgebaut? Damals war es Silber. Ist ewig her. Und jetzt? Uran. Die sprengen diese riesigen Löcher in die Berge und verkaufen das Zeug an Atomkraftwerke. Wow. Ja. Heute Abend gibt's sogar die nächste Sprengung. Ist ziemlich krass. Glaub ich gern. Na, sieh mal an. Jet, hey, ich muss dir jemanden vorstellen. Alex, das ist mein Kumpel Jet. Warte kurz, kann ich auch hier? Ach, nein. Leider nicht. Kumpel, so verdammt, hör dir diesen Bullshit an. Er meint, sein Boss. Ihnen gehört die Black Lantern. Seit ungefähr 12 Jahren. Schön, dich zu treffen, Alex. Hab verdammt viel von dir gehört. Ja? Nur schlimmes Zeug. Überwiegend Lügen. Dein Bruder labert nur Scheiße, wusstest du das? Er hat sich fast in die Hosen gemacht, als er hier auf dich gewartet hat. Nur fast. Oh, ist die Hose diesmal trocken geblieben? Freut mich, Gabe. Ich mag sie. Ja, sie ist in Ordnung. Wir gehen rein, kommst du mit? Komme gleich nach. Ich wollte mich mit Eleanor treffen wegen der Dekoration für das Frühlingsfest. Hat er schon vom Fest erzählt? Nicht so wirklich. Ich erzähl dir später davon. Wenn der anfängt zu reden, hört er nicht mehr auf.
Ich bin redselig, verdammt nochmal. Das nennt man charmant. Oh, bevor du gehst, will ich dich lieber mal warnen. Mac hat sich wieder diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Hab's gehört. Ja, naja. Nur, dass du's weißt. Pass lieber auf. Egal, kommt erstmal in Ruhe an. Alex, hat mich gefreut. Gleichfalls, Judd. Also, Frühlingsfest klingt wie Abschlussball in den Bergen. Es ist viel cooler, als es klingt. Ach, als ob. Hier geht doch sicher so ein Wickerman-Shit ab. Hey, woher weißt du das? Und hier höre ich auf. Zala. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin.